Moin, moin, mein Name ist André Löwe und es geht weiter mit der Schlacht bei Richmond. Im südlichen Teil. Das sieht aus wie eine Reserve. Ach du Scheiße. In der Zwischenzeit rückt der andere Teil unserer Armee ein paar Meilen südlich über die Wilhelmsburg Road vor. Wie wir sehen, die besten Einheiten ever. Und auch wieder schöne Gräben. Jawollo! Die konfigurierten Streitkräfte sind derzeit so weit auseinandergezogen, dass diese Gräben und die nahegelegene Festung nur von abgesessener Kavallerie verteidigt wird. Das heißt, Einheiten maximal bis 750 Mann. Die konfigurierte Infanterie wird sicherlich zu Hilfe ein, doch wenn wir schnell handeln, können wir die Verteidigungsstellung vor der Ankunft überrennen. Nicht mit den Einheiten, die wir haben. Nein. Versuchen wir es. Aber alle Mann nach vorne. Und auch euch rennen nach vorne auf diese Ecke. Die wird mir gefallen. Das wird die Ecke, die uns zum Sieg führt. Kommt mal einfach ein bisschen näher ran. Ihr seid alle, habt alle Befehle bekommen. Spulen wir mal vor. Diese Ecke, da werden sie einknicken, hoffentlich. Mit Dragonären könnte man die eigentlich jetzt gut beschäftigen, aber na gut. Ich glaube nicht, dass wir den Punkt da einnehmen. Nicht mit diesen Truppen. So. Weiter. 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 Weiter, noch nicht aufbauen. Erst bei Feindkontakt dürft ihr abprotzen. Na gut. Sollte noch Reichweite sein, oder? Noch kein Feind in Sicht? Oh, da sind sie. Da ist schon Infanterie. Das ist keine Kavallerie. Infanterie voraus. Schnell, schnell, schnell. Mauern scheinen wirklich noch nicht bemannt zu sein. Die schon. Die auch. Toll. Dahinter ist die Kavallerie. Feuer. Die rennen schon da oben. Es sind noch 3 Sterne-Einheiten, die werden dann locker fertig. Oh, Lane wurde verwundet. Ich glaube, das war's. Kein General oder so. Nichts da. Los, verdammt, auf diese Sch... Los, Attacke! Das sind ja auch die schlechtesten Kanonen ever. Was zieht er da so weit rum? Komm hierher. Young hat aufgegeben. Ist mir aber sowas von Forts egal. Hier rum. Feuert auf diese Kavallerie. Kavallerie-Attacke!
Ja, einfach gegen die Nachhut. Kanonen können schon mal abprotzen und weiter. Denn das ist ja unser Ziel. Schön von hinten. Und ihr gebt einfach da Deckung. Laufen, genau wie meiner. So. Dann kommt Flayn einfach gleich wieder hierher. Laufen weiter. Hängt die mal da ab und ihr kommt da mal rüber. Na, flankiert ist natürlich bescheiden. Ich glaube, wir können auch auf die Pfeifen eigentlich. Na los, die drei. Kommt hierher. Lane, komm weiter. Zurückfahren. Zu spät. Na komm. Toll, ich hätte sie früher abziehen sollen. Jetzt rennen die erstmal bis nach Moskau und dann kommen sie erst wieder. So, wir bleiben einfach hier. Leonard, komm. Brauch einen Nahkämpfer. Genau, schön über den See, da werden sie sich schon zerlegen. Komm. Und weiter. Da, auf die Kanone, Kanone, Feuer. Nicht von der Seite kommen lassen. Komm, zieh mal ein bisschen zurück. Damit er, wenn er rüberkommt, gleich von den anderen auch auf den Sack kriegt. Zurückfallen. Warum laufen die manchmal nicht so, wie ich das gerne hätte? Hallo, lauf nicht zurück. Hier hätte ich euch gern. Sollen sie doch rüberkommen. Aber wir brauchen noch mehr Leute. Ja, die Zeit rennt weg. Schaffen wir nicht. Scheiße. Attacke, vielleicht im Kämpfermaß noch. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Verdammte Axt. Die Schlacht wütet bei den Gräben weiter. Jetzt haben sie mich wieder umpositioniert? Nee,
Gott sei Dank, ich hasse das. Unsere nächste Verstärkung wurde. Oh, unsere nächste Verstärkung wurde aufgehalten. Vermutlich haben sich die Kommandeure verlaufen. Da wir wissen, dass die Rebellen noch immer stärker werden, müssen wir den Angriff aber fortsetzen, ohne sie fortsetzen. Oh, hier ist einer. Komm mal weg. Einmal wieder Pause machen. Einmal gucken, wo wir hier stehen. Geh einfach mal ein bisschen runter. Du bleibst da. Du bleibst da. Genau, ihr geht dahin. Du kommst einfach hier hin. Und dann könnt ihr die so nach und nach runterschießen. Der bleibt da. Heinrich kommt mit. Genau, und. Da haben wir auch wieder Gefangene. Hier läuft es halt besser. Scheiß wohl mit diesen ganzen Gefangenen, ey. Nee, am besten so weit weg wie möglich. Nicht, dass die den Punkt da einnehmen und dann sind die Gefangenen. Nee, da sind ja auch Einheiten. Ach. Ja, kommt dahin. Nein. Die Kanonen. Ach, komm, ziehe ich auch dahin. So, die sind noch in Bewegung. Okay, der Punkt wird interessant. Hey, was ist denn da los? Halt. Da hat wieder einer aufgegeben. So, das Gemetzel geht hier weiter. Da mal rüber. Und dann drängen wir die da zurück. Eine Reserve. Achso, hier. Feuer. Du bleibst mal hier. Du kommst dahin. Ich ziehe hinter den Kanonen. Die Rebellen haben noch mehr was geschickt, um Einheiten. Ja, sie haben Verstärkung geschickt. Oder von wo? Was könnten die sein? Komm mal da lang. Woher kriegen sie gerade von da? Ich weiß es nicht. Die wird flankiert. Halt! Das habe ich angeklickt. Das bewegt sich gerade. Verdammt, ey. Kommt wieder mal hoch. Ah, den falschen habe ich. Ja, da kommen sie echt, kriegen sie echt Verstärkung.
Feuer. Pass, los, komm. Ich schicke den, ja, den wollte ich schon zurückschicken. Okay, 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 weiter, weiter, weiter. Und halt. Die noch nicht laufen hier, verdammt. Hey Junge. Down, halt. Die laufen mal ein bisschen, er braucht Verstärkung. Oh, der kriegt Verstärkung. Oi, 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 das ist nicht wenig, was da kommt. Warte, Position halt. So, ihr zurück. Und zurück. Sollen sie doch über den Fluss treten? Du bleibst hier. Zwei Kanonen hierhin. Alles, was da kommt, wird dann gleich beballert, hoffentlich. So, dahin. Wir kriegen sie hier nicht weg. Irgendwer hat aufgegeben. Bleibt mal besser hier. Ich weiß mich nicht, wo sie lang wollen. Weiter. Blume ist schon ein bisschen dezimiert. Komm mal da hin. Heinrich weiter anspornen. Laufen, gottverdammte Axt. Weiter, 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 weiter. Komm zurück. Konfrontierte ist auch in unserer Flanke aufgetaucht. Da hinten. Ja, da wo sich schon alles nach Hause bewegt. Nicht wenig. Nachrücken. Soll ich sagen, von der Einheit? Eben mit nicht meinem Freund. Okay. So, jetzt stoßen wir mal hier vor. Sehen wir ungefähr, was da ist. Kreisen es ein und töten es. So, weitere Infanterie, Artillerie kommt aufs Schlachtfeld. Ah, die werden Punkte halten. Unbedingt Kanonen. Kanonen, unser Freund und Helfer.
Ah, da haben es Einheiten geschafft. Fuck. In den Wald rein. In den Wald rein. Ja. Mal kurz auf Pause. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Die laufen schon zurück. Die bleiben aber auf jeden Fall. So. Hier haben wir eine Lücke gelassen. Die ist doof. Hier läuft vor. Läuft vor. Du läufst dahin. Du bleibst einfach nochmal hier als Backup. Du bleibst als Backup und da kommen Einheiten auf jeden Fall. Drayton muss sie aufhalten. Dann hole ich da nochmal Unterstützung. Dass sie mir die Kanonen nicht kaputt machen. Gefangene haben wir echt genug. Hilft uns aber nicht mehr. So, ich weiß nicht, was da alles ankommt. Wir müssen sie in da drängen. Hoffentlich klappt das, wie ich mir denke. Achso, der kann gerade nicht. Ja, ein bisschen Angst hat. Weiter vor, weiter vor. Okay. Perry hat aufgegeben. Das ist schön für Perry. Da ist der Kampf, Junge. Ja, jetzt hinten ab. Brauche ich da hinten. Zack ich. Kanonen. Schießt mir in den Wald. Hier, Bliss. Ich brauche Verstärkung. Heinrich ist in Gefahr. Männer nach vorne. Nach vorne. Attacke. Brechen durch da. Weiter, weiter, weiter. Blume. Komm da durch, verdammt. Geschichte. Sie dran vorbei.
Irgendein Walker hat aufgegeben, ich weiß nicht wo. Da ziehen wir ihn gleich mal zurück. So, dann haben wir die Einheiten frei, nach vorne. Die bleiben da. Die laufen auch schon. Jetzt müssen wir nur die hier loswerden irgendwie. Ah, 39 Sekunden. Verdammt, ey. Es hätte klappen können. So, die Kavallerie der Rebellenverteidigung. Die Festung. Da geht's weiter. Waren wir da schon? Oder war es diese Kackverteidigung, die wir nicht gebrochen haben? Kriegen wir da jetzt Verstärkung? Sieht so aus, ne? Unterdessen leistet die abgesessene, konföderierte Kavallerie in der Nähe der Festung noch immer Widerstand. Wir erhalten nun weitere Verstärkung, die unseren Vormarsch unterstützen. Das Problem ist an der Sache, meine Einheiten sind zu verteilt. Wir haben sie quasi hier unterbrochen, aber geschwächt. Die Festung muss bis zum Einbruch der Nacht gehalten werden, sonst werden unsere Pläne zum Angriff auf Richmond fehlgeschlagen. Ach du Scheiße. Warte mal. Das heißt, wir ziehen diese erstmal zurück. So. Dich ziehe ich damit hin. Ihr haltet mir... Oh, fuck you. Ihr haltet mir diese Position. Du kommst auch nochmal ein Stück zurück. Und du auch. So, alles, was wir jetzt hier haben, ist eindeutig zu wenig. Aber was wir haben, das haben wir. Ich brauche Männer. So, einfach nach vorne. Dann die Kanonen können auch schon gleich zielen. Feuer. Die kommen eh zu Weihnachten erst an. Der General muss hier unterstützen. Munitionswagen zu den Kanonen. Ja, und dann Kavallerie halte ich mir nochmal ein bisschen hier hinten als Deckung. Oder nicht als Deckung, einfach nur als Backup, damit meine Kanonen nicht angegriffen werden können. Und dann müsste alles in Bewegung sein. Ich habe mich doch eigentlich auch schon angeklickt. Kommst du, kommst du, kommst du. Ach, jetzt werden sie flankiert. Es ist übel, ey. Einfach mal zurücklaufen. Zurücklaufen. Und halt. Ich wollte erst jetzt weiter vorrücken, wenn die Verstärkung da ist. Aber dass die gleich so rumheulen. Ey, kommst du mal zurück? Das Kanonenfeuer bringt denen eh nichts. In der Festung sind die bemannt, aber... Ja, haben sie nochmal 3000 Mann in die Flucht geschlagen, weil die doof sind. Nee, es war mein Fehler, definitiv. Schlecht zurückbewegt. So, dann kommen wir wieder ein bisschen zum Vorkitching. Unterdessen könnt ihr einfach mal die da töten, die nerven. Die halten wir einfach mit den schwachen Einheiten als. Ein bisschen Deckung im Wald. Einfach nur so ein bisschen bedeckt. Ein Stück nach vorne und halt. Obwohl, die können zurückschießen, wir nicht, oder was? Naja, egal. So, haben wir uns jetzt alle einmal eingekriegt, uns alle, ja? Das ist alles schön. So. Der läuft, das heißt, ihr könnt da wieder da drauf schießen. Läuft doch nicht. Ich schieb die Kavallerie jetzt drauf. Weil die sind echt blöd, wenn die Einheiten existieren quasi und wir wollen halt da angreifen.
wo die uns andauernd von hinten oder von der Seite angreifen. Das ist unschön. So, wir haben auch Jäger. Kommt einfach nach vorne, euch habe ich wohl vergessen. So, ja, das ist schon zu spät. Denn der Anderson kriegt Verstärkung. Oder er kommt als Verstärkung. Das ist schon mal unschön. Das heißt, wir verlieren ja noch mehr an Land und Boden. So, jetzt müssen wir die Scheiße aber einnehmen, da verdammte Axt. Feuer da mit den Kanonen drauf und Kavallerie kann sich schon wieder zurückziehen. Jetzt haben wir aber wirklich keine Zeit mehr. Jetzt müssen wir angreifen. Los! Vorsicht, Infanterie, die Rebellen gesichtet. Ja, sehe ich, weiß ich. Jetzt haben wir da Einheiten, hier Einheiten. Nervt das. Bleiben die stehen. Also manchmal nervt mich das Spiel. Die hängen auch gerade irgendwie von der Grafik. Dann einfach marschieren. So, Brigadier wurde verwundet, okay. Lane, los! Jetzt schieß doch mal mit dem Kanönchen drauf da. Ich habe einen Fehler gemacht. General, los hinterher da! Motivationsbombe. Ich wollte mich auch nur zurückziehen, dann kriege ich einen drauf. Tja, das reicht wohl nicht als Motivationsbombe. Ne? Jetzt zieht er. Zieht sich da alle zurück. Das ist meine Kavallerie. So, jetzt reicht's mir hier. Kanonen. Feuer auf die... Upsala. Ah, man sehen wir nicht mehr. Okay. Ah, die laufen und die laufen. Alles läuft. Nur nicht bei mir. So. Konflikte in der Festung gesichtet. Ja, die sind immer noch drin. Und sind ab nach Hause. Attacke. Ja, jetzt kommen sie von der Seite.
Offizier wurde verwundet. Das wird nichts. Jetzt greifen sie mich hier die Seite an. Das heißt, von der Seite können wir nicht mehr angreifen. Was hier läuft, weiß ich auch nicht. Backt da ein bisschen rum. Wieder zurückkommen. So, weiter. Der rennt immer noch nach Hause. Wir kriegen diese verfickte Festung nicht. Ich weiß auch nicht, was hier passiert. Wir verlieren so nach und nach Einheiten, aber bewegen sich nicht weiter. Oh, jetzt läuft der. Warum? Komm hierher. Komm zurück. Ah, Mama mia. Ich versuche jetzt hier ein bisschen rumzukommen. Ja, kommen schon die nächsten wieder, verdammt. Wo ist meine Kavallerie hin? Hat sich aufgelöst? Das ist schön. Oh, die Kanone da wegkriegen. Ich will ein bisschen flankieren da. Vielleicht bringt das ja was. Ich glaube zwar nicht dran, aber... Alles niedergemetzelt. Ich schicke jetzt auch meine Kavallerie einfach da ins Gebäude. Das ist natürlich der dümmste Fehler, den ich machen kann, aber hey, wir haben nichts zu verlieren. Machen, was du willst, die laufen einfach da nicht raus. Das ist der Hammer. Ich glaube, so viele geflucht wie hier in dieser Runde habe ich schon ewig nicht mehr. Geh doch einfach mal rein. Du auch. Es ist doch nicht so leicht, die einfach von hinten platt zu machen. Verstehe ich nicht. Kannst du von da schießen, ist mir wurscht. So, schießen. Endlich. So. Schießt ihn da raus, bemannt die Mauern. Ja, komm du da rum. Du auch. So, und die Kanonen jetzt auf die nächste Einheit. Ey, 23, da ist nichts mehr umkämpft. Wir haben den Punkt eingenommen. Ich sehe schon wieder, die Zeit läuft ab und wir, das gilt nicht für uns. Ja, er wird flankiert, habe ich zu spät gesehen. Alter, wenn wir jetzt das verkackten. Das wäre echt hart.
Ach, wir müssen siegen und ich muss eine Pause machen. Es tut mir leid. Ich muss eine Pause machen. Ich würde sagen, nächstes Mal geht's weiter. Die Schlacht gefällt mir so gar nicht. Aber nun denn, wir müssen einen Sieg erringen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder einen Kommentar. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.